Herr Meinert, das ist schön. Was kann ich für Sie tun? Ja? Mhm. Ja, Sie sind Single-Patient bei uns, weiß ich, ja? Mhm. Ja, habe ich gelesen in Ihrer Akte. Ah ja, okay. Sie bekommen keine Antwort von uns? Oder wie darf ich das verstehen? Mhm. Ja, okay. Also, ach so, ja. Sie sind in unserer Selbsthilfegruppe, ja. Nette Singles in Niedersachsen ab 30. Ja, ja, das ist unsere Selbsthilfegruppe. Und das ist auch wichtig, dass Sie da mitmachen. Und das finde ich auch schön, das begrüße ich. Ja, wir sind natürlich angewiesen darauf, dass Sie mitmachen. Eine Medikation gibt es da ja nicht, ne? Bei Single. Das ist ja klar. Okay. Ja, und gut, also wegen der Antwort jetzt, wenn Sie da jetzt einfach nur hinschreiben an die Damen, hey, oder na, wie geht's? Dann ist die Aussicht auf eine Antwort sehr gering. Also das kann ich Ihnen gleich sagen. Da kommen wir dann so mit dem Krankheitsbild eigentlich nicht weiter. Hm? Ja, okay, Sie sind jetzt, eigentlich müssten Sie noch Stadium 1 sein. Das heißt also, Sie müssten eigentlich Beiträge schreiben. Machen Sie das denn auch fleißig in der täglich? Ja, in der Gruppe. Okay, verstehe. Und das sind dann so romantische Bildchen und was mal mit Kätzchen und das, worauf die Damen so reagieren, positiv. Ah ja, okay. Nee, das haben Sie versucht und das hat auch nichts gebracht. Ja, dann sind wir wahrscheinlich schon im zweiten Stadium, Herr Meinert. Das tut mir leid. Da müssen wir etwas, dann würde ich Ihnen empfehlen, erstmal sexuell orientierte Nachrichten zu schreiben. Das ist dann die nächste Stufe, genau. Ruhig Ihren Fetisch ausleben. Ja, auch anal, kein Problem. Irgendwelche provokativen, sexuell orientierten Beiträge. Ja, das kommt bei den Namen immer gut an. Da haben wir ganz tolle Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Ja. Okay. Wunderbar, dann machen Sie das. Ja. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend, Herr Meinert. Genau. Ja, ja. Ja, bis morgen in der Sprechstunde dann. Sehr gut, Herr Meinert. Ja. Ja. Vielen Dank. Ja. Herr Meinert, haben Sie mir gerade einen Dickpick geschickt?